Let's play Grim Tales. Willkommen zurück. Wir haben es geschafft, haben den letzten Knopf hier gefunden, setzen ihn direkt ein, machen jetzt hier nicht lang rum und müssen noch ein Rätsel lösen dazu. Bringe alle Scheiben in ihre entsprechenden an ihren entsprechenden Platz. Eine Scheibe kann nur an einen freien Platz wandern. Habe ich jetzt nicht verstanden, aber was soll's. Ach so. Aha. Ach so. Verstehe, da muss ja hier noch irgendwo so eins sein, genau. So, das muss dahin. Da fehlt doch noch eins mit so einem grünen Punkt, oder? Das scheint mir gerade nicht so zu stimmen. So, ich glaube, wir haben das Erste. Das stimmt jetzt hier mal so weit. Problem wird sein, dass wir da früher oder später eh nochmal eingreifen müssen, weil wir sonst die Dinger nicht verschieben können. Vor allem haben wir jetzt das Loch hier. Ist da jetzt das hin, oder wie? Ja, okay, wir müssen eh nochmal alles verschieben, fällt mir gerade so auf. Oh, ich hasse sowas. Habe ich, glaube ich, bisher bei jedem Minispiel gesagt. Also das muss da hoch. Das darüber. Das darüber. Das darüber. So. Okay. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen stiller, weil ich mir einfach überlegen muss. Wenn ich dazu noch rede, wird das in 100 Jahren nichts. Das dahin, das dahin. Super, ich glaube, es ist genauso, wie es gerade schon war. Ja, zumindest nicht viel anders. Oh Mann, sowas überfordert mich einfach gnadenlos.
Nein, das müsste jetzt da. Oh. So. Und jetzt? Ach so. Ah, unfassbar, wir haben es geschafft. So, gib mir das Gewehr. Oh, jetzt kommt unser Freund wieder. Das Gewehr ist eine edle Waffe. Es ist schön und tödlich zugleich. Es kann Frieden sicherstellen oder großen Schaden anrichten, wenn du die richtige Munition hast. Ah ja, wir haben also jetzt ein Gewehr. Wir können jetzt hier rein ins Esszimmer. Kurz gucken, ob wir hier oben noch irgendwie weiter können als sonst. War denn hier noch was? Da brauchen wir irgendwelche Kombinationen. Okay. Wir haben ein Gewehr, das ist immer gut. Wahrscheinlich, da müssen wir wahrscheinlich was so Dämliches mitmachen. Ich sehe es kommen. Da dürfen wir nicht mal jemand abknallen. Da fehlt noch was, ja. Es aufschießen. Ach so. Nein, das wollte ich gar nicht. Verdammt, das war wirklich aus Versehen. Das war wirklich aus Versehen. Tut mir leid. Ich wollte zurückklicken. Das hatte ich gerade vor. Ernsthaft. Klar, Munition hat er zufällig dabei. Hat mich eigentlich ja auch dauernd. Ich habe eigentlich auch dauernd Gewehrmunition in der Tasche. War das etwa mein Dämon? Ich weiß nicht, ob ich ihm trauen kann. Oh mein Gott! Entschuldigung. Fenster! Was haben wir denn da? Einen Bolzenschneider. Das liegt bei mir auch vor dem Fenster, falls sich jemand eins rüberhauen muss, der hier hochklettert. Gut, wir wohnen im Erdgeschoss, daher klettern hier wenig Leute hoch, aber naja. Kommode! Der Regalschrank ist abgeschlossen, jemand hat das Drachenmedaillon entfernt. Nein! Wer macht sich denn eigentlich hier in diesem Haus die Mühe und macht überall den Scheiß raus? Tisch. In dem Tisch ist eine abgeschlossene Schublade, aber sie hat kein Schlüsselloch. Sie ist nur über Drähte mit dem Mechanismus verbunden. Können wir denn damit vielleicht den Bolzenschneider das hier wegmachen? Das wollte ich eigentlich nicht so. Oh mein Gott, Chemie. Das ist Vaters Labortisch, aber der mittlere Kolben fehlt. Okay. Brauchen wir also noch einen Kolben? Tisch. Ach, wahrscheinlich müssen wir mit dem Bolzenschneider unten. Nein, doch nicht das. Ach nein, Quatsch, da war ja gar kein Schloss. Hihi. Bolzenschneider. Also hier bringt's ja nichts. Hier ist auch nichts mehr sonst. Nö. War hier noch irgendwas? Grammophon. War denn hier irgendwas, womit man den Bolzenschneider. Alter, was war das denn? Was soll denn das? Kannst du nicht einfach machen? Mein Herz? Nö. Fußspuren. Ich habe das Gefühl, ich werde beobachtet. Ach, das sind Fußspuren. Die habe ich gar nicht gesehen. Was soll denn das? Ist hier, sehe ich da, ist da gerade mal irgendwo ein Gesicht oder sowas? Weil er hier sagt, er fühlt sich beobachtet. Verpasse ich das gerade die ganze Zeit? Moment, ich muss es nochmal ausprobieren. So, nochmal. Ich sehe nichts. Letzter Versuch. Nee, ich sehe nichts. Tut mir leid. Also, was gibt's hier noch mehr? Hier gibt's die Kommode, da brauchen wir das Drachenmedaillon. Hier gibt's nichts mehr, da ist auch nichts mehr. Hier oben irgendwie, nö. Geht's nur zum Tisch? Das können wir nicht aufmachen, gell? Das hat vorher nicht so geklappt, wie es sollte. Nee. Ja, das haben wir schon. Okay, hier müssen wir irgendwas mischen. Da brauchen wir aber noch so eine Reagenzglas dazu. Okay. Draußen war auch nichts mehr, ne? Nö. Okay. Müssen wir vielleicht ganz zurück?
Hier. Gab's hier irgendwas? Da vielleicht einen Bolzenschneider aufmachen? Nee. Gab's den? Nein! Na egal, da gab's glaube ich eh nichts mehr. Nee, ja auch nicht. Gab's hier ganz am Anfang noch was? Das will ich ja wohl nicht hoffen. Ach, sieh an. Guck. So gemein ist dieses Spiel manchmal. Ich brauche einen kleinen Schlüssel, um die Uhr zu öffnen, okay. Ach, sieh an. Da ist ein Wimmelbild. Da ist eine Tür. Ja, diese Ritter bewachen die Tür, aber vielleicht lassen sie mich hinein, wenn ich ihre Speerspitzen zurückbringe. Garantiert, ja. Tisch. Ach du Scheiße. Schublade. Ohne Schlüssel kann ich die Schublade nicht öffnen. Nein, kann ich hier noch sonst irgendwas machen? Nee, anscheinend nicht. Super. Gut, dann stürzen wir uns halt noch auf das Wimmelbild. Hatten wir, glaube ich, in der Folge noch gar keins. Schmetterling. Schauen wir, Schere. Speere, Muschel. Muschel, Muschel, Muschel. Marienkäfer. Muschel. Messkolben, die habe ich gerade irgendwo gesehen. Ja, das ist schon mal das Reagenzglas, das wir brauchen. Ah, das war der Messkolben. Ach, verstehe. Das ist S. Schraube Engel ist da. Spielkarte Schraube Messer Klingel. Ein Messer ist da. Nein! Nein! Da, oder? Nee. Anscheinend ist das kein Messer. Da ist das Messer. Schraube und Spielkarte. Eine Schraube, das kann jetzt witzig werden. Oh Mann, ah, da oben. Sowas nimmt er mit, natürlich das Reagenzglas, klar, ergibt ja Sinn in diesem Fall, weil wirklich, das haben wir gebraucht. Hier, da, 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 da. Da. Super, noch ein Minispiel. Info bitte. Auf dem Tisch stehen drei Kolben. Mischt die Farben so, dass die Flüssigkeit mit der Markierung übereinstimmt. Nimm sie mit Hilfe der Pipette aus dem Reagenzglas. Okay. Lila, da brauchen wir dann wohl wahrscheinlich das dazu. Da brauchen wir gelb. Ich würde mal sagen gelb. Gelb. Und es gibt braun, wahrscheinlich blau. Ne, gelb und blau gibt grün, oder? Nee, das stimmt nicht so ganz. Das müssen wir nochmal neu machen. Ich würde mal sagen, also braun ist doch. Ach, grün und gelb vielleicht, kann das sein? Nee, noch ein bisschen dunkler. Machen wir noch blau dazu. Rot auch noch rein. Na. Ich glaube, es können nur zwei Sachen sein. Ich bin in Kunst nicht sonderlich gut. Also notenmäßig schon, aber ich kann nicht malen, ich kann nicht zeichnen. Aber wir haben halt im letzten Halbjahr nur so ein Projekt gemacht und eine Klausur dazu schriftlich und da komme dann selbst ich auf eine gute Punktzahl. So, gelb und was? Kann sein, dass ich hier noch gelb rein muss, damit es ein heller wird. Kann das sein? Ah, gucke mal. Wunderbar. Schlüssel! Voll gut, sammeln den Schlüssel.
So hundertprozentig sicher bin ich nicht, wo wir den brauchen. Wir hatten da, glaube ich, ein paar Optionen. Aber die werden wir uns erst in der nächsten Folge angucken, in der ihr hoffentlich wieder mit dabei seid. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.